CBD-Öl, ein Wundermittel? Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Ja, heute geht es um das Thema CBD-Öl. Viele von euch werden davon schon gehört haben, manche vielleicht noch nicht. Für die das ganz neu ist, CBD-Öl oder Cannabidiol ist eins von zwei Derivaten, die man aus dem Hanf gewinnen kann, aus Cannabis. Es gibt einmal das CBD und das THC. Beides wird aus dem Cannabis gewonnen. CBD ist nicht berauschend, THC ist berauschend. Also das, was Cannabis zu einer Droge macht, das ist das THC. Das ist aber im CBD-Öl so gut wie überhaupt nicht mehr enthalten durch die verschiedenen Herstellungsprozesse oder die besondere Form von dem Cannabis. Und da sind maximal 0,1-0,2% an THC enthalten. Das heißt, es ist zugelassen in Deutschland zur Anwendung und ist nicht berauschend. Aber was soll das jetzt? Warum brauchen wir irgendwas aus dem Cannabis? Und wieso gibt es das überhaupt? Interessant ist, in der gesamten Frage, die man sich hier stellen kann, dass unser Körper Cannabinoid-Rezeptoren hat. Und das ist interessant. Das heißt, wir haben Rezeptoren, um die Stoffe aus dem Cannabis aufzunehmen. Wenn es also für uns ungeeignet wäre, hätten wir dafür keine Rezeptoren? Das ist mal eine philosophische Frage, über die man sicherlich länger nachdenken darf. Gut, das CBD selber, was hat es für Eigenschaften? Nun, es gibt verschiedene CBD-Rezeptoren, die wir haben. Wir haben einmal die Cannabinoid-Rezeptoren 1 und 2, also CB1, CB2. Diese beiden Rezeptoren sind an unterschiedlichen Organen zu finden, im Nervensystem, im Darm, am Herzen, an den Muskeln, überall befinden sich diese Rezeptoren, mal beide, mal nur der eine, mal nur der andere. Das bedeutet, wenn wir also CBD-Öl zu uns nehmen, wirkt es an diesen Rezeptoren und dockt dort an. Und unser Endocannabinoid-System wird dadurch aktiviert. Was heißt das? Naja, das heißt, es hat in dem Moment, wenn es wirkt, eine beruhigende Wirkung, eine entkrampfende Wirkung, eine entzündungshemmende Wirkung, eine antidepressive Wirkung, eine Antitumorwirkung, um nur einige von den möglichen Wirkungen zu nennen, aber das sind die Hauptwirkungen. Es wirkt aufs Immunsystem, auf der einen Seite beruhigend oder aber auch unterstützend, aber vor allen Dingen beruhigend. Das ist wichtig bei Autoimmunerkrankungen oder chronischen Entzündungen. Es wirkt durch diesen beruhigenden Effekt vor allen Dingen wie so eine Art leichtes Antidepressivum und ist besonders geeignet bei psychiatrischen Erkrankungen. Also alles, was zu tun hat mit Psychosen oder Schizophrenie oder Depressionen oder vor allen Dingen Angststörungen. Diese generalisierten Angststörungen, soziale Phobien, soziale Angststörungen werden durch CBD verbessert. Das ist großartig. Dann wirkt es schmerzhemmend. Das heißt, wenn ich Schmerzen habe aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund einer Operation oder aufgrund von Krebs, kann ich mit CBD-Öl dafür sorgen, dass die Schmerzen sinken und runtergehen und weniger sind. Auch wiederum großartige Möglichkeit. Das heißt, das CBD ist vor allen Dingen ein unterstützendes Mittel, wenn eine bestimmte Grundsymptomatik vorliegt. Unsere Haltung ist als Praxis Family, dass wir natürlich an den Grundlagen arbeiten sollten. Das heißt, wir sollten natürlich schauen, warum habe ich neurologische Probleme oder Probleme mit Entzündungen oder warum habe ich einen Krebs oder warum habe ich Depressionen oder ähnliche Dinge. Das heißt, natürlich schauen wir immer dahinter, entweder durch unsere Testmethode oder durch die Ferntestung, die wir machen. Das sind alles Möglichkeiten, wo wir herausfinden können, was dahinter steckt. Aber als Begleitung ist CBD klasse. Ich habe immer wieder in der Praxis Menschen, die fragen, bei bestimmten Sachen, kann ich da CBD nehmen? Kann ich hier CBD nehmen? Kann ich dort CBD nehmen? Da muss ich immer wieder auch mildern und sagen, es ist kein Wundermittel. Also es ist nicht so, dass mit CBD alles geheilt wird. Aber es ist ein tolles Begleitmittel, um Symptome abzuschwächen, während ich die Grundlagen behandle und während ich heile. Das ist ein ganz wichtiger, toller Punkt und es geht einem dann mit diesem CBD besser. Die Anwendung von CBD-Öl
ist denkbar einfach. Am idealsten nimmt man die 5%ige Lösung. Es gibt auch andere, die muss man wiederum austesten, ob man die braucht. Aber die 5%ige, mit der kann man nicht viel verkehrt machen. Und die hat schon ihre sehr gute positive Wirkung. Und dann ist der Standard, dass man so zwischen 6 und 8 Tropfen zweimal täglich nimmt, um den entsprechenden positiven Effekt zu haben. Aber auch hier kann es natürlich variieren, je nach Individuum, je nach Typus, je nach Symptomlage. Kann es sein, dass man mehr braucht oder einen anderen Rhythmus. Das kann man dann individuell austesten. Was für CBD ist denn sinnvoll? Was kann man dann nehmen? Wo kriegt man das her? Muss man dafür jetzt irgendwie am Bahnhof irgendwelche Leute fragen? Hey, hast du CBD? Nein, ist ganz offiziell im Handel zu kriegen. Es gibt unterschiedlichste Hersteller mittlerweile. Früher gab es nur so 1, 2. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele, die gutes CBD herstellen. Wichtig ist, dass ihr selber darauf achtet, dass es eine Bio-Qualität hat, dass der Hanf quasi ein Bio-Hanf ist, der frei von Pestiziden ist. Weil dadurch, dass das alles in Öl ausgelagert wird, sind auch die ganzen Giftstoffe oft in dem Öl dann mit drin. Das wollen wir nicht haben. Deswegen ist wichtig, dass ihr guckt, dass es eine gute Qualität hat. Wir haben mit Formula Swiss eins gefunden, das eine gute Qualität bietet. Aber es gibt auch andere Hersteller. Sunday Natural zum Beispiel macht auch sehr gute Qualität. Aber da will ich nur 2 nennen. Wie gesagt, es gibt sehr viele. Jetzt im Zweifel kann man das austesten. Also wenn ihr jetzt ein CBD habt, wo ihr nicht sicher seid, kann man das testen, auch wieder mit den Methoden, mit denen wir das testen, ob es ein gutes ist oder nicht. Jawohl, das war's zum Thema CBD-Öl. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, uns einen Daumen nach oben gebt und uns folgt auf Instagram, Facebook, Telegram, wie ihr Spaß habt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, der Matthias.